So, jetzt möchte ich mit euch den Hut fertig machen. Also wenn ihr das alles hier so nachgemacht habt mit der Hutkrampe oder wie man das da unten auch nennt, dann müsst ihr erstmal versuchen, dass der Kopf so hier einigermaßen reinpasst. Ah, der Kopf, die Kugel. Und danach könnt ihr euch dann richten. Dann macht ihr euch den Kleber erstmal hier rein. Ja, ist ja gar nicht. Ist das zu oder was? Fange ich erst immer oben erstmal an. Der zieht sich immer wie Kaugummi. Ach. So. Ja, der braucht jetzt eine Weile, bis der überhaupt erstmal angezogen hat, dass er klebt. Das ist ja immer das. Muss man immer so lang warten. Also das muss richtig vorne, richtig oben, spitz wie eine Tüte sein. Wie so ein kleiner Trichter, den man dann abschneiden kann. Ja, das hält nicht richtig. Ich mach das schon mal hier. Ja, hier klebt es ja auch, weil ich ja hier das doppelseitige Klebeband drunter habe. Da klebt es auch immer ein bisschen an den Händen. Aber bis der Kleber nachgezogen hat, der ist zwar nicht schlecht, aber das dauert. Hier bei so Sachen, weil hier das doppelseitige Klebeband noch mit unten drunter ist. Ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob der passt. Es will einfach nicht kleben. Und mit Heißkleber wollte ich es eigentlich nicht machen. Weil das hier sieht sauberer aus. Braucht halt länger. Und das mit dem Vorspulen, ja, das kann ich leider. Das habe ich noch nicht gelernt. Das will einfach nicht kleben. Warum? Hier nochmal. Der kommt ja da rausgeschossen hier. So, jetzt versuche ich es nochmal. Ja, und das klebt auch hier immer so. Ich muss schauen. Ja, schaut gut aus. Hier muss ich noch ein bisschen wegmachen. Genau. Ja, schaut gut aus. Und dann tue ich mir die. Die ich so eingeschnitten habe hier, auch mit Uhu und Kleistern. So, und dann
setze ich mir das da rein und dann drücke ich das von innen fest, dass das auch ja, dass es klebt. Jetzt habe ich denn, oh, dann kleben meine Hände immer. Oh, das ist schlimm, wenn man das immer so an den Finger hängen hat. Das mag ich schon bei dem Tombow-Kleber nicht so. So, und dann schaue ich. Der passt. Das ist perfekt. Oh, jetzt geht es wieder ab. Schade. Naja, Vorführeffekt, ne? Aber es passt prima. So, jetzt klebe ich es nochmal fest. Alles nochmal reinmachen. Okay. Und jetzt nochmal festdrücken. Jetzt mache ich die Kugel nicht mehr rein. Immer alles schön festdrücken. Seht ihr? So schaut er dann von innen aus. Und da wäre der Hut schon soweit fertig. Prima. Dann kommt er so hier drauf und das sieht auch schon mal gut aus. Ja, so weit, so schön. Okay, na Tinkerchen, was ist denn los, mein Schatz? Hm? Mal du mit Vati weg, hm? Dicke Maus du. So, hm? Hallo? Ja. Guck mal. So ist fein. Und geh mal auf die Decke. Nein, Decke. Wo ist deine Decke? Wo ist die Decke? Na, du hörst wieder wie eine Eins. Die ist zu warm auf der Decke, ne? Geh mal auf die Decke. Decke.